Jo, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play God of War. Wir sind zurück in der Wüste. Und wir wollen in den zweiten Teil der Wüste gehen. Und dazu brauchen wir halt auch Freyas Hilfe hier mit dieser Rune. Seltsam. Die Lichtalben scheinen diesen Bereich des Ödlands versiegelt zu haben. Wieso? Zum Glück können wir ihn mit dem von einer sehr umsichtigen Göttin verstärkten magischen Meißel entsiegeln. Ja, das ist ein Glück. Die verbotenen Sande liegen vor uns. Laut Baylor ist das umstrittenes Gebiet. Und es tobt ein weiterer Sturm. Ich weiß noch, wie Freyr und ich als Kinder in diese Welt reisten. Damals war die Wüste gesund und voller Leben. Ich befürchte, dass diese Zeit für immer vorbei und unser Bemühen hier ist. Ja, hier haben wir noch ein weiteres Tor. Dieses Land braucht mehr als zwei singende Harfufas, um zu heilen. Aber ich muss daran glauben, dass wir Alfheim auch sich Gutes tun. Und hier ist es genau wie im ersten Teil der Wüste. Tja, suchen wir erstmal einen Weg unter die Erde. Haltet nach einer Höhle Ausschau. Hier? Nee. Und hier war der Eingang. Glaub hier. Oder? Ich sehe einen Eingang. Ja, hier, genau. Ich hoffe, Freyr weiß unsere Arbeit hier in der Wüste zu schätzen. Ob er ahnt, wie schlecht es dieser Welt in seiner Abwesenheit ergangen ist. Ja, das Lied der Sande zu hören ist ein seltenes Privileg. Auch wenn es nur ein Solo ist. Oder ein Duett, wenn dieses Harfrufer frei ist. Einmal schießen. Ja. Nicht vom Dunkelalten. Da, das ist der Rückweg. Lang vor der Erschaffung des Lichtbrunnens erbaut. Und noch mehr Stocksubstanz. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Hier gibt's genau hier diese. Da müssen wir, ich glaube, in den grünen Pfeilen drauf schießen. Nicht öffnen. Achso. Ey. Warum geht das nicht? Hä? Hä? Was ist denn? Warum geht denn das nicht? Ach, das ist auch weg. Ist dahinter irgendwas? Ne, ich glaube, das war nur, dass ich da dann vorbeikomme, oder? Ich weiß es gar nicht. Genau, dass wir hier vorbeikommen. Auch hier ist die andere Seite. Als ich letztes Mal mit dir und Atreus hier war, hielt ich das Fehlen von Alfheims Licht für eine Anomalie. Mir war nicht klar, dass es von Stocksubstanz bedeckt war.
Ja, und für die Dunkelalben ist diese Lichtsäule in der Mitte des Tempels eine Anomalie. Sieh doch mal, wie alt manche dieser Flächen sind. Viel älter als der Lichtbrunnen oder unser gefangenes Hafkufer übrigens. Was für eine einfühlsame Perspektive, Mia. Tja, wenn man ein paar Winter lang am Hintern eines stämmigen Gottes hängt, ist man für jede neue Perspektive dankbar. Bisschen Zwergenstahl. So. So, was haben wir hier? Stocksubstanz, aber dichter. Ja, ich glaube, hier müssen wir. Ach, hier unten. Mit diesen Kristallen arbeiten, um die wegzubekommen. Scheiße, links! Ja. Das ist meiner Meinung nach eher vorne. Das kleine Mist, die explodiert gleich. Ja, ich weiß. Ah, okay, hier ist ein Nest. Exterminator. Mal noch was zum Sammeln. Ja, da hinten. Okay. Ja, ein bisschen Hacksilber. Verflucht der Grün. Jede Art von Grimm ist eine Zeit lang verwundbar, wenn du einen Treffer landest, während sie auf allen Vieren sind. Sie von ihrem Hochsitz zu Boden zu werfen, schädigt nahe gegen und macht sie alle vorübergehend verwundbar. Hatten wir die schon, Grimm? Schwache kleine Quälgeister, aber das machen sie mit ihrem giftigen Speichelgeschoss mehr als wett. Außerdem sind die verdammt schnell. Man muss sie unbedingt im Auge halten, sonst sind sie schneller aus dem Blickfeld verschwunden, als du Grimm sagen kannst. Und bestucken dich aus allen möglichen Winkeln mit Rotz. Im besten Fall unangenehm, im schlimmsten Fall tödlich. Ja. Ja, aber leider müssen wir auch gegen die Alben kämpfen, das hilft ja alles nichts. Mein Gott, wie kommen denn hier nur noch? Noch mehr, ey. Ist hier ein Nest von denen oder was? Fang! Olympia. Was ist das? Ach, das ist, oh, die Felsen, okay. Achtung, hinter dir! Wo ist sie denn nun? Hä, wo ist sie denn nun? Da willst du mich jetzt verarschen, oder was? Bleib stehen, verdammt nochmal. Lichtalben sieht man nicht oft unter dem Ödland, oder? Gebiete wechseln in Alfheim oft den Besitzer. Es scheint zumindest so. Pickwir hat erwähnt, dass diese Ruinen für die Lichtalben von historischer Bedeutung sind. Sie sind nur hier, um Eindringlinge fernzuhalten. Naja, sie haben es versucht.
Da würde der Leichnam da unten wohl nicht zustimmen. Opfer. Kein vergebliches Opfer. Darunter liegt ein Leichnam. Ich frage mich, ob die arme Seele dies vor ihrem Ende schrieb oder ob es von dem Unhold geschrieben wurde, der dieses herbeiführte. Tja, wer weiß. Brauchen wir Orange? Nee. Hier ist wieder so eine Ding, so, ah, ich glaube, warte mal. Nee, wie war denn das? Wo war denn hier das? Warte ich. Ah, ich glaube, das war von hier aus irgendwie. Genau da, sieht man, da ist so ein Ding zum Drehen. Schon wieder Zwergenstahl. Gut erkannt. Lasst uns weiterziehen. So. Also hier müssen wir klettern, okay. So. Und hier unten. Ja, hier kommen auch nochmal eine Menge Gegner und so. Oh, der ist schon Stufe 4. Töten Sie Grimme. Hier ist unten. Gegner, hinter dir, Kratos! Wo? Weg hin. Von links! Blitzkugel, Achtung! Töten Sie Lichtalben, Silberstufe. Lichtalb Mystiker. Mystiker waren gerne die Distanz nicht emotional. Bestimmt sind sie untereinander recht mitteilsam, wie ihre Gedanken, was ihre Gedanken und Gefühle angeht, sondern als Kampftaktik. Sie führen meisterhafte Fernangriffe aus, denen man nur schwer ausweichen kann. Wenn du näher an sie herankommst, kannst du allerdings wegen ihrer schwachen Verteidigung gegen Frontalangriffe die Oberhand gewinnen. Versuche den Abstand zu ihnen zu überwinden und zum Beispiel durch einen gezielten Axtwurf. Ihre Energiekugel geschossen wird langsam, aber sicher auf dich zusteuern. Und furchtbaren Schaden richten, wenn es dich erreicht. Wirf alles darauf, was du hast, um es möglichst früh zu sprengen. Aha. Es war wohl der Mangel an Licht, der diese beiden so ungewöhnlich groß werden ließ. Wozu Babys bekommen, wenn es nichts gibt, was sie nähren kann? Sie wollen ihre Kinder vor einer rauen Welt schützen. Nachvollziehbar. Ja, ich glaube, wir müssen. Genau.
Ja, ihr hört schon, hier ist irgendwo so ein Tatzelwurm unterwegs. Hört ihr das? Da ist er. Oh ne, von hier kann ich ihn nicht treffen, okay. Ne, da müssen wir doch erst da. Und wie gesagt, hier geht der Weg normalerweise natürlich weiter, aber ich glaube, hier gibt es auch noch eine legendäre Truhe zu finden. Aber hier haben wir jetzt die Stocksubstanz weggemacht und können jetzt noch eine andere Stelle erreichen. Nämlich hier oben, genau da ist die Truhe. Mal gucken, was da Schönes drin ist. Heils Berührung. Extrem schnell Energie, der alle Energie. Der eine Nähe. Ja, gut. So, das hat der Schönes für uns. Bestienfetzen. Ist aber auch eine Rune. Der hat ja auch nichts Besonderes, ey. Hier sind noch ein paar Kühe, die nehme ich auf jeden Fall mit. Okay, ah ja, okay, das können wir von hier aus machen. Natürlich. Ach, wir sind sogar schon da, wa? Da hinten ist er ja schon der Hafkufra. Okay. Kann ich begreifen, vor welcher Wahl Sie in Freiheit stehen? Von welcher Wahl sprichst du? Der Lebenszyklus der Hand. Um sich fortzupflanzen, müssen sie ihr Licht an ihre Kinder weitergeben. Und ohne Licht sterben sie. Ja, es ist wohl alles, worauf wir am Ende hoffen dürfen. Dass unser Tod einen Sinn hat. Dass wir durch unsere Kinder weiter. Tja, hätte ich noch eine Chance, wüsste ich, was ich tun würde. Einmal schießen. Gut, fast geschafft. So, jetzt die Seite. Das ist hier ein bisschen verworren. In welcher Reihenfolge man die Dinger durchschießen muss. So, jetzt nochmal von der anderen Seite. So, genau, jetzt sind wir wieder nach oben. Ich glaube, ja, genau, jetzt ist eine andere. Achtung, hinter dir! Mann, nerv mich doch nicht hier, das gibt's doch nicht. Mann, du stirb doch endlich und hör auf, mich voll zu kotzen. Bergsgra. Wenn Scheusal lang genug leben, wachsen ihnen irgendwann mehrere Fortsätze und sie steigen als Grimm aus dem Dreck empor. Denn dann, sobald ihre dürren Körper in genügend Blut und Gemetzel gebadet haben, wachsen sie zu einem größeren und noch unangenehmen Bergsgra heran. Erstaunlicherweise dauert eine solche Verwandlung nicht länger als einen Mondzyklus. Was zeigt, wie viel der scheinbare Masse eines
Bergskra aus reinem Svartfjellheim Gas besteht. Der Gestank durchdringt sie innen und außen und er ist hartnäckig. Zumindest sind sie etwas leichter zu treffen als ihre jüngeren, kleineren Gegenstücke. Ja, das sind alles Formen von diesen Scheusalen tatsächlich. So, können wir jetzt hier mal was einsammeln? Das wird bestimmt für viele Segen von Freyr benutzt. Ja, stimmt, hier waren ja die Dinger von Freyr. Eins zurück hier um Yellow Pfeife. Angesichts Freyrs Temperament kann man sich gut vorstellen, dass sie sehr oft zum Einsatz kam. Nicht, dass es ihm, ich es ihm erdenken könnte. Das heißt, dass bestimmte Exemplare der Flora Alfheims besonders gut zum Entspannen geeignet sind. Das ist wohl noch so eine Sache, deren Fimbulwinter die Welt beraubt hat. Und das ist schade. Ich hätte nämlich gerne herausgefunden, ob ich in meiner derzeitigen körperlichen Verfassung einen halluzinogenen Nutzen aus den Kräutern Alfheims hätte ziehen können. Ja, du hast keine Lunge mehr, also unwahrscheinlich. Damit ist natürlich Mimir gemeint. Mimir hat das geschrieben. Okay, was haben wir hier Schönes drin? Flüstertafel. Und nebischer Schmetterer. Schwerer Runenangriff. Okay, jetzt haben wir auch für die klingenschweren Angriff, sehr schön. Ja, hier haben wir ja 9 noch gekriegt gerade. So, wir können ja mal kurz gucken. Fähigkeiten. Ach so, hier ist der Kuchen. Ja, stimmt, wir können auch ihre Valkyrenfähigkeit. Okay, wir haben wir im Moment nicht. Hier können wir im Moment nicht weiter kaufen. Hier können wir noch das hier kaufen. Halten Sie 3 Gespräche, um schnell was zu haben. Okay. Wirbelwurf. Ah ja, mit dieser Kampfhaltung wechseln, mache ich auch eher sehr wenig. Okay, hier fehlen noch 3 Dinger und hier noch 5. Dann haben wir das auch alles schon aufgelevelt. So, hier können wir wieder hoch. Oh Gott, nee. Ah, hier ist noch eine Truhe. Hacksilber. Wo geht's denn weiter? Ach, da. Das Schicksal dieser Kreaturen erinnert mich an eine Geschichte. Wirklich? Es war einmal ein Schmied, dessen König ihm befahl, eine Kiste zu bauen, die alles Übel der Welt fassen konnte. Doch kein Metall war stark genug dafür. Also nahm der Schmied die Flamme von. Wird das eine Geschichte, die mich trösten soll? Vielleicht ist es nur eine Geschichte. Ein Zeitvertreib. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, aber deine Geschichten... Was ist mit meinen Geschichten? Ich würde sie nicht gerade tröstend nennen. Stimmt. Mimir ist der bessere Erzähler. Ah, nicht so bescheiden, Bruder. Du hast es seit den lakonischen Fabeln weit gebracht. Ist schon gut. Erzähl die Geschichte, Kratos. Nur die Tochter des Schmieds konnte seine Kiste öffnen. Er starb, als er sie vor denen schützen wollte, die danach trachteten. Tja, immerhin ist die Geschichte nachvollziehbar. Okay, so. Ja, das ist natürlich die Geschichte von Hephaistos und, wie hieße? Penelope? Oder so?
ne, die wir in God of War 3, ja, in God of War 3 eine Rolle gespielt hat, ne, wo die Kleine sich am Ende opfern musste, damit Kratos die Kiste wieder aus den Flammen bekommt. Steinholz. Wo muss er eigentlich hin? Ach da. Aha. So. So, jetzt schon sind wir wieder oben. Sehr schön. Zack. Jetzt müssen wir halt noch diese Stelle wieder. Wir haben Alfheims Gastfreundschaft wohl überstrapaziert. Mal wieder. Hinter dir, Bruder! Mann! Gibt's da ja. Mann! Du stirb endlich, meine Fresse, ey. Der ist schon dabei. Ja, ich denke, man geht hier den Part. Wir gucken uns jetzt noch den Hafuga an und dann beenden wir den Part. So viel Zeit haben wir noch. Bevor wir so lang wird wie der letzte. Ja, hier da diese Steinkreise und so will, die werden auch noch eine Rolle spielen. Aber können wir das, da ist eine Krähe. Können wir das hier sehen, wo wir da hin müssen? Ja, hier, ne? Nun. Ach so, ist er gleich hier. Hätte ich gar nicht markieren müssen. Hätte ich ja gar nicht markieren müssen. Yeah. Lied der Sande abgeschlossen. Wenn meine Geschichten kein Trost sind, tröstet dich vielleicht, dass du nur... Die Hafgufas wurden freigelassen und die Sandstürme in der Wüste sind abgeklungen. Nach der Wiedervereinigung verbanden sich... Ah, nee, wir müssen erst gucken, bevor wir das lesen. Warum wird uns jetzt schon vorher... Und sie sind es auch nicht mehr. Unglaublich. Das Lied der Sande. Oh, jetzt werde ich auch noch rührselig. Es ist wunderschön. Danke, Kratos. Dieses Land singt wieder. Wir haben hier Gutes getan. Ja, wir haben ja schon gehört, was passiert, wenn sie sich paaren. Sie müssen sterben. Oder? Wer weiß, was uns in einem... Ja, wir bleiben noch. Sie müssen sterben, damit ihre Kinder leben können. So, jetzt können wir es nochmal lesen.
Also die unter... Ja, hier. Nach der Wiedervereinigung verbanden sie sich und gebaren und starben. Ihre Spezies wird weiterleben. Ich bin froh, dass sie sie befreien konnten und dass ich diese Zeit mit derjenigen verbringen konnte, die mir nahe sind. Diese Kreatur erinnern einen daran, dass die Zeit, die wir in unserem Leben haben, kurz ist und dass es keine Garantien gibt. Ja, das ist wohl wahr. Ich werde mich liebevoll an diesen Moment zurückerinnern. Yep. Ja, meine Freunde. Da wir was nicht machen können, das Krähe. Wir werden das zuerst machen, weil dadurch können wir dann mit diesen Dingern mal anfangen. Ja, bis dahin, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.